Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im Landhaus und drehen einen weiteren Teil der Check-It-Wahl-Interview-Serie. Heute sind wir zum Gast beim Spitzenkandidat der FPÖ, Mario Kunasek. Wir haben einen Termin ergattert und ich würde sagen, wir gehen einfach ins Büro. Wir stehen hier direkt vorm Büro, haben jetzt einen Termin und ich klopfe einfach mal an. Grüß Gott, Herr Kunasek. Bitte einzutreten. Dürfen wir Ihnen heute 3 Fragen stellen? Selbstverständlich, gerne, bitte. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Mario Kunasek. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und frisch gebackener Papa eines 4 Monate alten Sohnes. Bin der Spitzenkandidat der FPÖ in der Steiermark, war zuvor Verteidigungsminister unserer wunderschönen Republik Österreich und auch Abgeordneter. Und ich freue mich auf die Landtagswahl und auf die zukünftige Arbeit, die wir in der Steiermark noch vor uns haben. Grüß Gott, Herr Kunasek, danke, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen, um Ihnen 3 jugendrelevante Fragen für die steiermärkische Landtagswahl zu stellen. Ja, freut mich sehr. Hallo, willkommen im Landhaus. Schön, dass du da seid. Wir beginnen direkt mit der ersten Frage. Und zwar, was ist das erste Ziel, das Ihre Partei für Jugendliche in der Steiermark erreichen will? Na, ganz sicher, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen für unsere jungen Menschen, in ein erfülltes Leben zu gehen. Dazu gehört natürlich eine gute Ausbildung im schulischen Bereich zum einen, aber natürlich auch, wenn es um Lehrstellen geht. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist letztlich auch der beste Start in ein gutes Leben. Und ich kann auch selbst aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe einen Lehrberuf erlernt und bin sehr froh darüber. Das sind Werte, die man dann ein ganzes Leben brauchen kann. Und wenn wir jetzt allgemein, abgesehen von den Jugendlichen, reden, was sind da so die Ziele, die Ihre Partei verfolgt? Ich glaube, da kann man 3 Schwergewichte nennen. Das eine ist sicherlich das Thema Zuwanderung, wo wir gerade im Großraum Graz durchaus große Schwierigkeiten haben, auch aufgrund einer aus unserer Sicht verfehlten Flüchtlingspolitik der letzten Jahre. Das Thema Sicherheit spielt da auch eine große Rolle, das heißt Kampf gegen den Drogenmissbrauch, Kampf gegen Kriminalität insgesamt, aber auch, dass wir ein faires Sozialsystem haben möchten, wo jetzt auch jene das Geld bekommen sollen, die es wirklich brauchen, die oftmals auch unverschuldet in Notlagen kommen und nicht die soziale Hängematte für jedermann ausgebreitet wird. Kommen wir nun zu einer etwas persönlicheren Frage. Und zwar, warum und vielleicht auch wann haben Sie sich für Ihre Partei entschieden? Ja, ich war noch relativ jung, nicht ganz so jung, aber so um die 26, 27 Jahre alt. Und mir ist es darum gegangen, mich auch mitzubeteiligen an dem Prozess. Das heißt, auch meine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Habe mir dann die Parteiprogramme durchgesehen und habe dann festgestellt, dass das Programm der Freiheitlichen Partei am ehesten meinen Vorstellungen entspricht. Sage aber auch dazu, dass niemals 100% Deckungsgleichheit da vorhanden sein können. Aber es war das Programm, was mich am meisten angesprochen hat. Dann bedanke ich mich für dieses interessante Interview. Ich sage danke fürs Gespräch und alles Gute weiterhin. Danke. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr fandet das Interview genauso interessant wie ich. Und zu den anderen Teilen der Check-It-Wahl-Interview-Serie kommt ihr durch die Links in der Videobeschreibung. Schaut euch auf jeden Fall alle Teile an, um am 24. November bei der steirischen Landtagswahl die für euch passende Entscheidung treffen zu können. Eben wie gesagt, am 24. November wird gewählt und wer dann hier im Landhaus in den Landtag einzieht, das werden wir sehen. Lasst ein Abo da und auf jeden Fall ein Like und bis zum nächsten Mal.